Salam, willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Wir stehen hier irgendwo im Nirgendwo und ich habe jetzt ein bisschen meine Pistole gepimpt. Ich habe bloß keine Ahnung, wie ich den Schalldämpfer drauf kriege. Ich habe einen Schalldämpfer gekauft. Ich weiß bloß nicht, wie ich ihn drauf kriege. Hä? Das macht mich gerade völlig fertig, ne? Angeblich habe ich auch ein Visier, das mir irgendwie Zoom bringt. Oder geht das? Kann ich das nochmal sehen, was ich hier gerade habe? Ich habe doch gerade das. Das geht auf jeden Fall für die AB-45, bin ich mir sicher. Oder muss ich das nochmal extra leveln? Nee. Vor allem, ich brauche für den ergonomischen Griff brauche ich erlesenes Jaguar-Fell. Was ist das? Ist unmöglich. Wer ist denn anonymes Gifter? Es ist eine nicht weiter benannte Person. Also es ist immer, es ist irgendjemand. Also wir wissen es wirklich nicht. In diesem Fall ist es höchstwahrscheinlich Mr. Patch. Möchte ich dieses Sturmgewehr überhaupt leveln? Ich finde bestimmt wohl noch ein besseres. Ach, bevor wir mein Inventar voll läuft mit irgendwelchen Sachen. Hauen wir mal alles raus hier. So. Warte mal, für die Waffe gibt es 3 Upgrades. Was ist denn da? Das ist eine Luger, ne? Warum habe ich denn eine Luger mit Schalldämpfer? Oh Mann, die will ich eh nicht haben. Wir bleiben bei dem Ding hier. Okay, der Schalldämpfer ist drauf. Wie funktioniert das denn? Ich hab doch vorher den... Okay, egal. Ein offizieller Bericht von Trinity. Die junge Croft ist aktiver und weniger vergeistigt, als es ihr Vater war. Trotz ihrer Intelligenz geht es ihr bei der Suche nach Artefakten nicht so sehr um deren Bedeutung und Geschichte, während sie gleichzeitig deutlich mehr Risikobereitschaft zeigt. Ohne eigene Kinder oder Familie kann sie sich gänzlich auf die Verfolgung ihrer Ziele konzentrieren, wobei ihr Verhalten teilweise an Besessenheit grenzt. Ein Umstand, der sie mitunter impulsiv oder unberechenbar erscheinen lässt. Wir sind dennoch der Überzeugung, dass sie aufgrund ihrer Tatkraft und Persönlichkeit leichter zu beeinflussen sein und eher Ergebnisse liefern wird, wenn man ihr größere Herausforderungen in Aussicht stellt. Sollte sie darüber hinaus Informationen besitzen, die Richard Croft möglicherweise vor Trinity zurückgehalten hat, wäre dies schlicht ein Bonus. Ihre Rekrutierung wird von uns nachdrücklich empfohlen. Wie aktuell ist dieser Bericht? Vor allem von uns, wie viele Fraktionen hat denn Trinity? Weil das ist, zumindest die Sibirien-Expedition, was davon noch übrig geblieben ist, müsste doch da eigentlich eine relativ deutliche Sprache sprechen, nur dass es eher nicht so läuft mit der Rekrutierung. Guten Abend, Mr. Birch. Warum riegeln wir eigentlich alles ab? Weil Commander Rourke den Bereich halten will. Keiner darf rein oder raus. Das weiß ich, du Klugscheißer. Aber warum? Das übersteigt meine Besoldung. Vielleicht kann uns nachher das Aufklärungsteam etwas mehr sagen. So, wir schlammen uns jetzt ein. Angeblich sind wir jetzt unsichtbarer als vorher. Das übersteigt meine Besoldung. Das ist ja ein klassischer Spruch. Nein, nein, jetzt muss ich wieder abwarten hier. Einsatzbericht an Dr. Dominguez. Suchgebiet Matharuni, Huyana. 5,816587-59,468158. Alter. Beweise für eine Migration der Maya entdeckt. Gebiet stellte sich nach weiteren Untersuchungen als Sackgasse heraus. Durchgeführte Maßnahmen: Überflutung des Ortes durch Umleitung des Flusses. Eliminierung der angeheuerten einheimischen Arbeiter. Vernichtung sämtlicher Hinweise auf unsere Anwesenheit. Sonstiges: Unruhen in einem nahegelegenen Dorf. Tödliche Reaktion erforderlich. Gebiet abgeriegelt, Ort überflutet. Natürliche Ursache vorgetäuscht. Mediale Verbreitung der Geschichte über den Anstieg südamerikanischer Flüsse infolge des Klimawandels eingeleitet. Naja, immerhin eine gute Sache tun sie, ne? Auch wenn es wahrscheinlich sich kein Schwein für die südamerikanischen Klimawandel interessiert. Aber das kann man zumindest noch so wie als gute Tat ansehen. Kann ich hier nicht hochklettern? Ach. Warum springe ich eigentlich schon wieder mit dem Messer in der Hand durch die Gegend hier? Oh, das ist hier für ein Kran gekommen. Hier ist Commander Rourke. Ist die Abriegelung erfolgt? Es ist fast geschafft. Alle Zugangspunkte und die meisten Barrikaden sind fertig. Fast ist nicht gut genug. Sichert den Bereich sofort und sorgt dafür, dass alles dicht ist. Ja, Sir. Darf ich fragen, Sir, was los ist? Aufklärungsteam ist unterwegs. Rourke out. First Blood?
Also Trinity erscheint mir übrigens unnötig unmenschlich, ne? Das Aufklärungsteam soll sich beeilen. Verdammt, sie macht Jagd auf uns! Sie? Sorry! Sie? Woher wissen die, dass das eine Sie ist? Na ja. Also ich hätte jetzt natürlich alle schön einen nach dem anderen mich anschleichen können. Das Spiel endet ja genauso wie dem Vorgänger. Dass ich halt irgendwie mit der Pistole rumrenne im Kopfschuss verteile. Und diese ganze Schleichmechanik einfach komplett ignoriert. So, warum heißen die Typen jetzt einmal Pouvenir? Ich denke, das war der Pouvenir war diese komische Ölfirma, die hier arbeitet. Und jetzt immer ist, sind das hier irgendwelche lokalen Leute? Ich bin verwirrt. Da haben sie die Namen wie aus den doppelt benutzt. Muss ich darauf verlassen können, dass hier irgendwelche wilden Tiere vorbeikommen? Das sah ungesund aus. Also diesen Kletterdings da in den Kopf zu kriegen, ist bestimmt richtig doch irgendwie Sinn. Ach guck mal, Pouvenir, Ölkorbeutel. Okay, das Gebiet ist abgeriegelt. Jetzt müssen wir auf das Aufklärungsteam warten. Findest du das nicht etwas merkwürdig? Es gab unten ein Problem, aber wir schützen uns gegen eine Bedrohung von oben. Alles wie gewohnt. Falls doch etwas schieflaufen sollte, könnte es fast alles sein. Wir kontrollieren auch den Tempel. Ich weiß nicht. Erst hatten wir Alarmstufe Gelb in einem bekannten Bereich und jetzt haben wir überall Rot. Wir haben auf alles überreagiert, seit dieser Sturm getobt hat. Ich war noch ein bisschen zurückpatrouilliert. Ich glaube. Mann am Boden! Yo. Er fühlt sich ein bisschen wie der Hitman, ne? Oh, ne? Jonah, Commander Rogue ist hier in Peru. Er hat Trinity befohlen, eine Ausgrabungsstätte unter einer alten Ölquelle abzuriegeln. Willst du es überprüfen? Ja, ich werde nachsehen, was sie gefunden haben. Rogue war dabei, als Dominguez in Cozumel den Dolch genommen hat. Sie müssen herausgefunden haben, was der nächste Schritt ist, um die verborgene Stadt zu finden. Verborgene Stadt? Habe ich die Teil wie verpasst? Vielleicht gibt es hier eine verborgene Stadt. Solange die Typen noch ohne Helm dastehen, ist es halt wirklich denkbar einfach, ne? Das sind ja auch nur die Low-Level-Truppen, die gar nichts können. Die Ölquelle untersuchen, der Pfad des Lebens. Ja. Meine Angst wäre halt, dass wir irgendwo außerhalb noch Leute rumrennen. Kann ich so einen Helm mitnehmen? Ich kann mir vorstellen, dass wenn wir da runtersteigen, das vielleicht zur Sicherheit recht wichtig ist. Weil das sieht ja sehr auffällig aus. Was ist das gerade noch? Achso. Mollis. Kriegt der nicht wieder hoch? Ne, es sieht doch hier noch so aus, als könnte man hier noch was looten. Ja, das ist das gleiche Problem wie du weißt, was du Tomb Raider, ne? Du hast hier oben so lauter so Stellen, wo du denkst, ja, da könnte man sich theoretisch super hinter verstecken. Aber leider hat mir der erstbeste Händler einen Schalldämpfer verkauft, und dessen brauche ich das alles nicht. Aber mit dem Bogen wäre ich ja irgendwie noch limitiert, in wie schnell ich die Leute töten könnte. Ich hätte vielleicht bei den letzten zwei tatsächlich mal ein bisschen in Panik geraten müssen. Aber so. Und wieder die Schulter verdreht. Liefert irgendwie alles darauf. Wie war das? Rechtsklick, ne? Ja. Aber so lief halt irgendwie alles darauf hinaus, dass ich die arme Kerze halt einfach niedergeschossen habe. Hier unten brennt es übrigens. Das sorgt bestimmt für eine unfassbar gesunde Luft hier drin. Hier hat ein Blutbad stattgefunden. Was ist passiert? Ja, vor allem die bewaffneten Wachen sind tot. Das sollte mir jetzt zu denken geben, oder? Weil das sind ja wahrscheinlich nicht nur die lokalen Hilfskräfte, die sie am Ende ihrer Operation sowieso immer ab. Seite schaffen. Was hier hätte man noch total hohl finde. Okay, der sieht schon mehr aus wie lokale Hilfskraft. Er brennt. Hm. Trinity spricht über die Ausgabe des Tempels des Lebens. Dr. Dominguez. Möglichen Zugangspunkt zum Tempel außerhalb von Kuwakyaku entdeckt. Ausgrabungsequipment ist unterwegs. Die fahren damit nicht gleich umher. Oh. Also bei der Ölbohrung hier waren die ja schon so ein bisschen rücksichtslos, ne? Wer bohrt sonst mitten in einen Tempel rein? Was haben wir hier noch Schönes? Eine Archivarkarte. Achso, wir haben... Jo. Ich habe das Gefühl, ich habe da hinten jede Menge Zeug übersehen. Ja, da hinten gibt es angeblich Wildschweine. Was ist das da eigentlich? Da gibt es einen Adler? Aber den kann ich doch gar nicht jagen. Ich kann doch da nicht mal rumballern in dem Gebiet.
sieht sehr zähnisch aus. Gibt es hier einen Fotomodus? Oh, gibt es tatsächlich. Tensier, Hechte, ja, nee. Fotokonte. Guck mal hier. Ja, leider ist Lara nicht hell genug, ne? Also die sticht nicht so hervor, das. Ja, vielleicht, ja. Ich würde den Fotomodus gerne beenden. Ja, das ist der Kontrast ist nicht gut genug. Raster? Naja, es ist, als ob ich hier irgendwie den goldenen Schnitt brauche. An sich müsste es wahrscheinlich noch so ein bisschen. Dass es zumindest auf dieser Linie steht. Feuer. Achso, die verbringen natürlich. Und dann Druck. Ja. Na, krieg ich eine UI wieder. Möchte den Fotomodus beenden? Ja, möchte ich gerne. Danke. Naja. Was kommen jetzt? Die unsterblichen Jaguar-Krieger? Sieht ein bisschen so aus, ne? Wow. Also er sieht halt so aus, als wäre in den Stab reingefallen. Das ist halt so eine unauffällige Ölspur. Aua. Und wir finden Zeug, das wir anscheinend noch lesen können? Vom Tod zum Leben, vom Neumond bis zum Vollmond dient dieser Tempel als Wächter der Schatulle. Mam. Hätte mal bald volle Prozente. Schauen wir mal den Tempel des Lebens. Oha. Okay, jetzt nochmal den Fotomodus. Wie weit kann ich denn hier vorfliegen? Na, leider nicht so weit. Ich sollte wahrscheinlich viel öfter so einen Fotomodus benutzen. Von? Ich glaube, das ist das bessere Foto so. Vielleicht ein bisschen höher noch. Ist doch halbwegs episch. Wie gesagt, Lara selbst ist halt leider, die müsste halt irgendwelche hellen Klamotten anhaben, dann wird es wesentlich besser aussehen. Kennt Ronald gereicht wird, offensichtlich nicht. Jonah, ich bin jetzt im Tempel. Ich glaube, wir haben hier auch was. Einige Zahlen. Ich überprüfe das. Darf er, dass er nur der Koch ist? Das ist dann wahrscheinlich die Ölquelle? Gut, dass das gerade in diesen. Also sollte überhaupt keine Luft mehr zum Atmen drin sein, oder? Man, das die sieht Zahlen sehr auf episch den Säulen aus. Scheinen Anfänge von Daten zu sein. X-Chell ist links, Chuck-Chell ist rechts. Aha. Ja. Ernsthaft? Das ist es jetzt? Okay. Das bringt mir jetzt was? Das sind drei Punkte. Punkt. Strich. Dann haben wir hier ein Blank. Okay. Uff. Okay, also das fehlende Zeichen sind drei Punkte oder was?
Weil die Zeichen waren ja nicht komplett, aber das ist jetzt hier... Also der einzige Unterschied zu dem Ding davor ist, dass hier drei Punkte sind und unten halt das, der Strich nicht da ist. Und dafür ist halt die andere Seite nicht komplett. Hat der nicht eine Tolle, der komische Gott da, der linke? Da fehlt halt die unterste Disk. Oh, gut. Ganz ruhig jetzt. Lava, war das gut für den Tank? Es ist ja keine Lava. Aber hier sind nur drei Dinger. Warum sind es nur drei? Hä? Achso, ich kenne die Dinger aus der Entfernung. Ich muss mir eigentlich Mühe machen, das aufzuschreiben. Genug? Oh, das sieht hier nach mächtige Falle aus, ne? Das sollte besser richtig sein. Noch eine Tür? Das kann nicht alles sein. Verdammt, das war so klar! Das sind Schlangen. Na klar leben die Schlangen dann noch, 1000 Jahre später. Können wir glücklich über den niedrigen Schwierigkeitsgrad, also kommen wir, ihr wisst, da leben wieder raus. Also wir hören ja unten noch die Schlangen, aber das... Verdammt, das war so klar. Ja, aber wo ist das Problem? Zu knapp. Hauptsache, die Schlangen leben noch, ne? Ja, und jetzt? Ach so. Ach so, jetzt gibt's hier die dritte Schicht. Die vierte. Ja, dann müssen wir hier unten ja nur noch jetzt schnell den... Hier einfach nur zurücklaufen müssen. Ich sehe, dass die Säule vorher rausgegangen ist. So. Jetzt. Meine Güte. Hey Jonah, geht's voran? Ein unvollständiges Datum und eine Darstellung von Chuck Chell. Ich habe hier zwei Daten und X-Chell. Das linke Datum kenne ich irgendwoher. Das linke Datum kenne ich irgendwoher. Aber jetzt habe ich. Jetzt gehen wir echt lange über die Hinweise aus, ne? Ja, gut, dann. Die Maya sind ja bekannt dafür, dass sie große Symmetriefreunde sind. Wird noch richtig sein. Hust. Das linke Datum kenne ich überher. Das war total überraschend falsch. Ja, yeah, gut. Okay, anhand welches Indizes soll ich das jetzt wissen, dass das das ist? Okay. Gut, dann werfen wir mal einen schlauen Blick in unsere... Ne, hier geht das nicht. Das ist denn das, ey? In der langen Zählung der Maya besteht jedes Datum aus 5 Zahlen. Diese Zahl wurde beschädigt und sieht wie eine 13 aus, ist aber in Wahrheit eine 8. Das macht einen Unterschied von 2000 Jahren und vollkommen andere Positionen der Sternbilder aus. Der Sternweg führt also nach Westen, zu irgendeinem Ort in Peru. Ist eine 13, ja. Also ich kenne das andere Datum quasi, weiß ich aber nicht, was eine Maya 8 ist, ne?
Und das meine ich jetzt. Macht's hier bling, bling. Wenn das der Rückseite ist, nicht. Das Rätsellösung ist halt da. Aber die letzte Zahl auf der linken Säule ist eine Null. Die letzte Zahl auf der linken Säule. Die letzte Zahl auf der linken Säule müsste eine Null sein. Woran genau erkenne ich jetzt eine Null? Sag mal, dafür das. Das ist nochmal eine Null, oder was? Okay, Jonah. Was ist die letzte Zahl für Chuck Chell? Waagerechte Linie mit zwei Punkten darüber. 7, oder? Danke. Oh, es war anscheinend wirklich die Null. Schön. Das war's. Oh, 100%. Ein Darsteller von X-Tab. Selbstmord galt bei den Maya nicht als Frevel, sondern als ehrenhafter Weg, aus dem Leben zu scheiden. Indem jemand Selbstmord beging, konnte er somit die Unterwelt umgehen und direkt ins Paradies kommen. Genau wie andere, die einen ehrenvollen Tod gefunden hatten. Geopferte, so wie in der Schlacht, bei der Geburt eines Kindes oder beim Ballspiel Verstorbene. Begleitet wurde der Selbstmörder auf seinem Weg ins Paradies von dieser Göttin, Ixtab, die auch Seilfrau genannt wurde. Sie war die Göttin des Selbstmords, insbesondere durch Erhängen, und manifestierte sich als verwesender Leichnam mit einer Schlinge um den Kopf. Das scheint mir gesellschaftstechnisch eine Scheißidee zu sein, Selbstmord zu unterstützen. Aber was hält denn die armen Leute davon ab, die du halt nicht mit so einer tollen Lüge anlügen kannst, dass es halt, dass es im nächsten Leben besser wird oder dass im Himmelreich die Erlösung kommt? Dann bringen sie dich zu die Bauern auf dem Feld, die du knechtest, doch reihenweise um, das ist doch scheiße. Wer macht denn sowas? Also für Manipulativgründe ist das richtig schlecht. Balams ist das Maya-Wort für Jaguare, die die Maya wegen ihrer majestätischen Schönheit und gefährlichen Anmut verehrten. In den Dörfern der Maya gab es 4 Akantuns, Götzen, die in jeweils einer Ecke des Dorfes aufgestellt wurden. Nachts kamen 5 Geisterjaguare in das Dorf, wobei 4 von ihnen an den Akantuns Wache hielten. Der 5. und kleinste Balam wiederum koordinierte ihre Bemühungen, das Dorf vor bösen Dämonen und Geistern zu beschützen. Ah ja, hört. Judy, dann machen wir hier mal ein bisschen schneller, weil eigentlich... Oh. Jonah. Hey Lara, hier Abby. Oh, hey Abby. Hier ist eine Wandmalerei. Es stellt offenbar etwas wie eine Reise dar. Dem Zugang durch ein Jaguarmaul folgt eine Schlange in Richtung des Silberauges. Aha. Unterwegs ist eine Spinne und ein Adler steigt zu einem Tempel auf. Okay, das meiste davon sagt mir nichts, aber ich weiß, wo das Jaguarmaul ist. Wirklich? Ja, Katzenskulptur, große Zähne. Oh, er ist zurück. Lara, bist du okay? Ja, ich gehe zurück. Gut, das hier wird dir gefallen. Verdammt, jetzt sehe ich mein Sammelgegenstand nicht mehr, den ich gerade gefunden habe. Na gut, für ihn und Fotografie. Was haben wir hier noch Schönes gefunden? Das beschreibt etwas in der Nähe. Toll. 2 Wächter haben Fänge, 2 Wächter haben Füße. 1 Wächter hat beides, um mich besser zu beschützen. Der hier hat Hände und Füße. Hey! Ah. Monolithschatz gefunden, wuhu. Wir haben einen Schießpulver-Monolithschatz gefunden in den Tempel, den noch nie jemand betreten hat seit 100 Millionen Jahren. So, Auftritt Trinity und damit Ende der Folge wahrscheinlich. Oh, das sieht in der Tat wieder vorne wertvoll aus. Interessant. Krallen des Adlers. Benutzt man seine Äste, um Feinde zu töten, also aufzuknüpfen. Nett! Okay. Das habe ich jetzt gelernt, weil ich so einen komischen Altar angeklickt habe. Okay. Früher haben wir wissen noch Dokumente gelesen, um Sachen zu lernen.
Diese grobe Skizze zeigt einen Tempel, der sich inmitten einer Stadt erhebt. Wenn ich die Augen zukneife, sieht er wie eine Schlange aus. Die Augen zukneifen. Na gut. Ich hoffe, ich finde jetzt langsam mal sicher ein Leuchtfeuer hier. Sind wir jetzt wieder am Anfang? Ich habe C gedrückt, ich bin trotzdem nicht eingetaucht. Hey, mein Lieblingsfisch ist wieder. Wuhu. Das ist 23 Uhr. Ach, ich wollte schon lange aufhören. Verdammt, Acke. Ich muss noch 5 Klimmzüge machen. Ach, guck mal hier, Unterwassertarnung. Stecken Sie sich in Seegras mit Fantasy. Fans verwirren. Da sind wir noch 500 Stück Klimmzüge. Ja, 5 Stück. Oh, das sieht ja richtig episch aus, ne? Ich hätte vorhin nicht so lange mit den Fotomos rumfuchteln sollen. Das ist vor allem riesengroß. Alter, was sind das hier noch von der Bude? Oh, es gibt die Piranhas. Na gut, das nutzen wir mal als Ende. Wir sehen uns beim nächsten Mal.